So, Männer, auf ein faires... Oh, Pierluigi Collina, leiten Sie heute die Partie? No. Ich bin nur der Collinienrichter. Oh, Gary Lineker, wie ging nochmal dieser berühmte Spruch? Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einen Ball nach und am Anfang kriegt Mario einen in die Fresse. Hä? Also so habe ich den gar nicht in der... Aha! Monsters of Kreisklasse. Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Fußballlegenden wird Ihnen präsentiert von Ronaldinho Gorette, Duncan Maradonaz und Zinedine Zidane. Ja, Bern ist der Trainer, Wolle Krassmann. Wolle, die Borussia gegen Fußballlegenden. Mit welcher Taktik geht man in so ein Spiel? Jo, also ich habe den Jungs gesagt, dicht am Mann stehen. Aber der Kevin hat das irgendwie falsch verstanden. Naja, immerhin war er voll bei der Sache. Und insgesamt halt defensiv spielen und auf Konter lauern. Aber so eine Taktik muss auch je nach Spielsituation variiert werden. Da muss man sich nicht so sklavisch dran halten. Ja gut, ich habe noch keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Oder in Hodenhagen. Ja, wir steigen ein in die 11. Minute. Luis Figo über links, vorbei an Kevin. Hey. Heilige Jungfrau, der ist ja blau wie Sau. Herrliche Flanke auf Fritz Walter, den Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft von 1954. Jo, toll auch, wie der Fritz hier sein Fritz-Walter-Wetter einsetzt. Fritz Walter zieht ab und der nasse Ball rutscht Torso aus den Händen. Abstauber Ronaldo, 0:1. Jo, und da rennt er jubelnd zur Eckfahne, rutscht über den Rasen. Aber leider kommt gerade in dem Moment unser Platzwarter lang mit dem Rasenmäher. Oh, Scheiße. Fesche Frisur. Ich sag mal so, nicht schön, aber so ist Fußball. Dann die 24. Minute. Lothar Matthäus am Ball. Der Matthäus. Ja, der dribbelt, der Matthäus. Jo, ja, wie die Zeit vergeht. Das ist ja erst 3 Ehefrauen her, da war er noch Weltmeister. Ah, 1990. Jürgen Klinsmann, die deutsche Wiedervereinigung. Das waren noch Zeiten. Und wie auf Stichwort kommen da die Scorpions und spielen ihren Hit Wind of Change. Toll. Jo, eigentlich sollten die Scorpions ja erst in der Halbzeitpause auftreten, aber der Klaus Meine pfeift einfach drauf. Aber da haben sie nicht mit der kolumbianischen Torwartlegende René Higuita gerechnet. Jo, der macht seinen legendären Scorpion-Kick. Tor! Alle 5 Scorpions drin, 0:6 für die Legenden. Dann die 35. Minute. Demba steht plötzlich alleine vor Lev Yashin. Ja, sag mal, wer bist du denn, Kerle? Der Casillas bist du aber nicht. Bist du der Buffon? Demba, das ist der Lev Yashin, der beste Torwart des 20. Jahrhunderts. Hat 150 Elfmeter gehalten, das ist Rekord. Olympiasieger 56, Europameister 60 und 1963 hat der Yashin den Ballon d'Or gekriegt. Als einziger Torwart in der Geschichte. Ja, das ist alles sehr beeindruckend, Torso, aber müsstest du nicht eigentlich bei uns im Tor stehen? Ups. 0:7 Yashin durch diesen Abschlag über das ganze Feld. Wahnsinn, da bleibt allen die Spucke weg, was? Naja, allen bis auf Frank Rijkaard. Ein Rudi Völler. Ich spuck in sein Dauerwelle. Ein Rudi Völler. Was los, Digga Lama? Und Rudi Völler kriegt rot für diese Aktion. Nicht schön, aber so ist Fußball. Nee, das würde ich so nicht sagen. Das war in diesem Fall eine absolut unnachvollziehbare Fehlentscheidung des Unparteiischen, die jeder Grundlage entbehrt. Sowas hat mit Fußball nichts zu tun und passiert hoffentlich nie wieder. Benedikt, ich glaube, was Wolle damit sagen will, ist, halt die Fresse. Okay. Dann war Pause und kaum hatte der Schiri zur Halbzeit gepfiffen, gab es diese überraschende und sehenswerte Einzelaktion von Diego Kohldampf Maradona. Venga, venga, vamos, vamos. Jo, wie der sich dadurch die gesamte Hodenhagener Mannschaft tankt, um die erste Bratwurst in der Imbissbude reinzumachen, das ist natürlich Weltklasse. Im zweiten Durchgang ging es weiter mit den Toren der Legenden. Freistoß Roberto Carlos. Jo, langer Anlauf und ein schöner Schuss von Roberto Carlos. Der hat ordentlich Wumms. Voll in die russischen Eier. 0:8 für die Legenden. Spiel fast vorbei. Aber dann kamen Johann Cruyff und Mario Basler. Oh, das ist lecker. Jo, und wegen den ihren Zigarettenqualm konnte man gar nichts mehr sehen. Und das war die Chance für die Borussia. Die Legenden völlig orientierungslos. Aber der rülpst den Rauch einfach zur Seite. Jo, gegen den Rülpser vom Dirk hatte der Zigarettenqualm keine Chance. Tja, und so hat der Dirk dann noch 9 Dinge gemacht.
9:8 für die Borussia. Ein legendäres Spiel. Jo, Legenden besorgen, Dirk rülpst immer noch. Das steht zumindest mittlerweile schon in ca. 20 Kommentaren unter diesem Video. Boah, geiler Stoff, Digga. Was ist das? René, Igita-Banane und russische Eier. Eier! Er braucht Eier! Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Fußballlegenden wurde Ihnen präsentiert von Roberto Europ Carlos und Carlos. Carlos repariert, Carlos tauscht aus. Nieder ein Ehrfurchtsterbliche. Legendärer Zlatan ist zurück. Jetzt fragt ihr: Aber Zlatan, warum warst du bei den Fußballlegenden nicht dabei? Du bist doch die größte aller Fußballlegenden. Korrekt erkannt. Aber Zlatan ist nicht bloß eine schnöde Fußballlegende. Zlatan ist eine generelle Legende. Von alles, ohne Einschränkungen. Zlatan ist dann also demnächst dabei in der Folge Borussia Hodenhagen gegen generelle Legenden ohne Einschränkungen. Und zwar allein. So, schreibt bitte in die Kommentare, wer ist für euch die größte Fußballlegende aller Zeiten und warum Zlatan. Hier gibt's das legendäre Zlatan-Abo. Hier oben ist noch ein Monsters of Kreisklasse-Video und darunter ein legendäres Funk-Video, das Zlatan sich vorhin angeschaut und ausgesprochen informativ und sehenswert gefunden hat. Und das, obwohl die meisten Dinge für Zlatan eigentlich trivial sind. Zlatan-Respekt. So, legendärer Zlatan macht jetzt einen legendär langen Schuh. Termine. NATO will Zlatan beitreten. Dies das. Tschö mit Ö.